Stoppkontrolle. An mehreren Grenzen zu Deutschland geht fast nichts mehr. Der Grund, die Virusmutationen sollen draußen bleiben. Einmal Ischgl reicht. Lieber an der Stelle auf Nummer sicher gehen. Sorgen bereiten vor allem die britische Variante und die Mutation aus Südafrika. Die sind bei unseren direkten Nachbarn schon viel weiter verbreitet als in Deutschland. In Tschechien liegt der Anteil der britischen Variante in einigen Bezirken bei bis zu 60%. Auch Tirol ist als Virus-Variantengebiet für die südafrikanische Mutation eingestuft. Und das Saarland überlegt derzeit, wegen der Sorge vor Mutationen seine Grenzen zu Luxemburg und Frankreich abzuriegeln. Die Mutation als Gefahr von außen, doch kann es nicht sein, dass sich neue, noch unbekannte Mutationen auch innerhalb Deutschlands bilden, fragen wir den Virologen Adam Grundhoff. Wenn die Bevölkerung immun wird, dann sieht man solche Mutationen verstärkt. In Deutschland sind relativ wenig Leute noch immun, weil relativ wenig die Infektion durchgemacht haben, auch relativ wenig geimpft sind. Wenn die Zahlen hochgehen, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man solche Mutationen bei uns beobachten wird, selbstverständlich. Um die zu erkennen, reichen die gängigen Testmethoden allerdings nicht aus. PCR-Tests spüren nur die Mutationen auf, die schon bekannt sind. Aber sie können damit keine bislang noch unbekannten Mutationen finden. Dazu brauchen sie Sequenzierung, und das ist ja auch etwas, was jetzt flächendeckend in Deutschland anläuft. Klar ist, sollten sich neue Mutationen innerhalb unserer Grenzen bilden, dann lassen sie sich auch von solchen Grenzschließungen nicht aufhalten.